Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich gleich zu Herrn Remmel noch mal komme, Frau Müller-Witt, ein kleiner redaktioneller Hinweis. Robert Schumann heißt Robert Schumann und nicht Schumann oder irgendwas. Ja, seine Muttersprache ist wahrscheinlich wie die Ihre auch Deutsch. Das sollte jetzt irgendwie vielleicht weltmännisch klingen, hat aber nicht so richtig funktioniert. Aber zum Thema. Mit Verfassungen ist das so eine Sache. Sie sollen zeitlos sein, schlank und nur die Kernelemente eines Staatswesens eben generationenübergreifend regeln. Die älteste noch heute gültige demokratische Verfassung der Welt, die amerikanische, hat 4600 Wörter und ist seit 1787 gerade 27 Mal geändert worden. Und jetzt kann man da sicher manches kritisieren, aber man muss sagen, einigermaßen gut hat es doch funktioniert. Der Vertrag über die Verfassung von Europa, den Sie ja dann irgendwann zum Lissabon-Vertrag haben mutieren lassen, hat 160.000 Wörter. Es ist diese Geschwätzigkeit, dieser leichtsinnige, von kurzfristigen Moden geprägte Umgang mit den Grundlagen unseres Staats- und Gemeinwesens, aus dem auch genau diese Verfassungsänderung hier nun erwachsen ist. Unsere Mitgliedschaft in der EU ist bereits im Grundgesetz kodifiziert, genauso wie die Mitwirkungsrechte der Länder. Die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen ist wie jede Außenpolitik Angelegenheit des Bundes und deswegen hat diese Verfassungsänderung keine Rechtsfolgen. Außer natürlich, man legt das aus wie der Herr Remmel hier gerade, der meint nämlich, wer einen zentralistischen Brüsseler Bundesstaat ablehnt, der sei ein Verfassungsfeind, jetzt schon. Herr Remmel, da empfehle ich Ihnen mal die Lektüre des Lissabon-Urteils vom Verfassungsgericht aus 2009. Ich zitiere, das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe nicht durch einen Eintritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands aufzugeben. Dieser Schritt ist wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen Souveränitätsübertragung auf ein neues Legitimitätssubjekt allein dem unmittelbar erklärten Willen des deutschen Volkes vorbehalten. Dem unmittelbar erklärten Willen, also einer Volksabstimmung, Herr Remmel. Nicht ich brauche die Volksabstimmung, um meine Position zu legitimieren, sondern Sie für Ihre. Aber nichts fürchten Herr Remmel und Co. ja mehr als den Willen des Volkes. Wir haben es in der Geschichte der EU ja immer wieder erlebt. Die Völker der Welt, die ja eben auch schon zitiert wurden, die Völker Europas wollen dieses Elitenprojekt nicht. Und wenn Sie das erzwingen wollen, ohne das Volk zu fragen, dann sind Sie eben mit Ihren Komplizen vielleicht der Verfassungsfeind, Herr Remmel. Der bereits erwähnte Verfassungsvertrag wurde in Frankreich und den Niederlanden in Volksabstimmungen abgelehnt und man hatte so viel Respekt vor dem Volk, dass man ihm immerhin einen neuen Titel gab und ihn dann ohne das Volk nochmal zu fragen als Lissabon-Vertrag durchgepeitscht hat. Auch die Iren mussten ja mehrfach schon bestochen, um bedrängt werden, um die neuesten Verträge dann wenigstens im zweiten Anlauf anzunehmen. Und zum Letzten haben ja die Briten eine klare Entscheidung getroffen und sich von diesem morschen und faulen Konstrukt verabschiedet. Man kann sie nur beglückwünschen. Ihnen allen ist natürlich klar, dass sich die EU längst im Niedergang befindet. Im internationalen Vergleich verlieren ihre Volkswirtschaften gesamt gesehen zunehmend an Bedeutung. Von Korruption und Misswirtschaft gezeichnete Staaten geben den Ton an und stellen Ansprüche. Leistungsfähige Volkswirtschaften wie die Briten treten aus oder treten gar nicht erst bei wie die Schweizer. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade erst in einem bemerkenswerten Urteil festgestellt, dass das EU-System in seinem Kampf um Selbsterhaltung elementare rechtsstaatliche Grundsätze missachtet. In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass die vielbeschworene europäische Solidarität keinen Pfifferling mehr wert ist, wenn es wirklich ernst wird. Nein, es ist gerade wirklich nicht die Zeit, Loblieder auf die EU zu singen. In ihrer jetzigen Form ist sie ein Auslaufmodell. Sie ist eben gedanklich in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts zu Hause und man hat es in den Reden gerade auch wieder gemerkt. Muffig, schwerfällig und von gestern. Und sie machen diese ideologische Kopfgeburt der Nachkriegszeit auch nicht dadurch schön, dass sie sie in die Verfassung schreiben. Meine Damen und Herren,
Das alles zeigt nur, dass sie sich mit ihrer Europapolitik längst in eine Sackgasse manövriert haben. Europa wird nur eine Zukunft haben als Europa der Vaterländer, der Vielfalt und der unabhängigen Nationalstaaten. Ein Europa guter Nachbarn eben, und dafür kämpft meine Partei, dafür kämpft die AfD, und deswegen lehnen wir diese Verfassungsänderung ab. Vielen Dank. Vielen Dank.